Strozzinerrauschen, immer Fleisch vom Feinsten, wünscht viel Spaß bei Pulheim TV. Liebe Pulheim TV-Zuschauer, ist das nicht ein herrliches Bild? Weit über 50 Kinder treiben sich nicht auf der Straße rum. Und dafür hat der Pulheimer Sportclub gesorgt, und zwar die Fußballabteilung. Wir machen es jetzt zum zweiten Mal. Letztes Jahr war der Anstoß, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen einfach mal unseren Kindern aus dem Verein etwas bieten in den Ferien, in der Spielpause, weil die Spielpause ist ja recht lang. Und daraus hat sich dann die Idee der Fußballwoche entwickelt. Das Besondere an unserer Fußballwoche ist, wir sind nicht auf Kommerz aus. Entsprechend sind auch die Teilnehmergebühren praktisch spitz gerechnet. Also wir hatten im letzten Jahr 99 Euro nur genommen. Diesem Jahr haben wir ein bisschen aufstocken müssen, weil es hat nicht alles gereicht, um die Kosten zu decken. In diesem Jahr sind wir auf 120 Euro gegangen. Wir hoffen jetzt dann plus minus null aus dieser Entwicklung herauszukommen, beziehungsweise mit dem Ergebnis herauszukommen. Das ist übrigens der Wolfgang Herrmann, ist der erste Vorsitzende der Fußballabteilung des Pulheimer Sportclubs. Und jetzt ist es ja so, also 120 Euro sind, sagen wir, spitz auf Knopf gerechnet. Aber Sponsoren wollen Sie keine? Nein, wir wollen einfach wirklich das Angebot aus der Fußballabteilung heraus anbieten. Was ist da mit denen, die das nicht können? Fahren durchs Raster? Nein. Also wenn wir so etwas hätten, dort jemand sagt, komm, wir würden teilnehmen und bezahlen nur gar nichts oder einen kleineren Betrag, dann würde der auch mitmachen dürfen. Wir haben es noch nicht gehabt. Gerade jetzt im Hinblick auf unsere Situation mit den Flüchtlingen, da muss man ja auch ganz anders denken. Aber dieses Jahr hatten wir keine entsprechende Fragestellung. Aber sollte es die geben, werden wir sozial handeln. Ne? Das ist sogar keine Frage. Und Sie wollen keine Sponsoren aus welchem Grund? Nee, also wir möchten diese Fußballwoche in der Tat so machen, dass wir die als Fußballabteilung anbieten für unsere Kinder. Ne? Und klar, wenn jetzt ein Sponsor kommt und sagt, hier, ich würde ganz gerne... eine Million, sagen wir mal, eine kleine Summe. Genau. Die würden Sie annehmen. Ja klar, dann würden wir aber dieses Geld, und das ist genau der Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Fußballcamps. Wir sind nicht auf Kommerz aus, wie ich eben schon gesagt habe. Das heißt, wir würden das Geld dann ganz deutlich investieren. Wenn Sie jetzt mal hinschauen, das ist das Trikot der neuen Saison für alle Mannschaften. So wie die Jungs jetzt hier auslaufen. Andere bekommen ja nur Trikots. Wir haben den kompletten Trikotsatz, und zwar von der reinen Energie bekommen. Das Sponsoring nehmen wir gerne an. Ist gar keine Frage. Ne? Solche Sachen machen wir schon. Das macht er jetzt zum wievielten Mal? Zum zweiten Mal. Es gab aber schon sowas Ähnliches immer. Ne? Ne? Dann war das mit dem FC, die Woche mit dem FC Köln, das ist wieder was anderes. Das ist so eher eine Fußballschule oder sowas. Eine Fußballschule. Wir haben eine Kooperation mit der FC Fußballschule Heinz Flohe. Seit 3 Jahren. Die läuft auf einer anderen Ebene. Wie ist denn die Resonanz jetzt auf dieses Wochen? Das ist ja, dauert ja eine Woche, ne? Das ist ja, auch viele sind ja auch schon in Urlaub, ne? Oder so. Ja, das muss man sich ja einfach mal vorstellen. 50 Kinder, 54 sind es, in der Ferienzeit hierher zu bekommen, ist schon toll. Was macht er genau mit denen? Habt ihr so ein Programm? Natürlich, klar. Aber wie ist so der Ablauf? Und es gibt ja zum Beispiel was zu essen. Haben wir schon gesagt, es gibt die Trikots mit Hose. Und das gehört alles den Kindern. Das können die auch mit nach Hause nehmen. Trikot. Und Bälle auch? Ja, klar. Ja, ist ja schon mal was. Ne? Und Catering übernehmen wir. Wir haben ja eine tolle Wirtin, unsere Hannelore. Da muss man ja auch mal ganz klar sagen, die sich Riesenmühe gibt da für die Kinder. Aber auch über die 6 Euro, die wir bezahlen, ich sage jetzt mal den Preis hinaus, gibt sie sich noch Riesenmühe. Die Kinder bekommen Eis, die bekommen zusätzliche Sachen. Also, ja, ich habe gehört, heute gab es Spaghetti, erstaunlicherweise. Ja. Da war ich auch überrascht. Ja, nee. War auch keine Haxe, nichts, Spaghetti gab es. Und jetzt mal die Frage, wie ist denn so der Ablauf eines Tages? Also, damit die Eltern das wissen, die ihre Kinder noch nicht dahin geschickt haben. Ne? Damit sie beim nächsten Jahr vorher schon die Termine holen, und da wissen sie genau, wann es losgeht. Und jetzt erfahren sie, was da alles passiert. Also die Kinder fangen morgens an mit einem leichten Aufwärmtraining, denke ich mal. Ja. Aufwärmtraining, und dann gibt es jeden Tag eine Besonderheit. Also heute haben wir zum Beispiel hier eine Weltmeisterschaft, die... Ja.
die als Turnier funktioniert. Jeden Tag ist irgendeine andere Planung da, besondere Trainingseinheiten, aber auch Spaß, viel Spaß vom Torwartschießen. Und am Freitag geht es so weit, dass es dann in den Bereich des DFB Sportabzeichen geht. Und entsprechend werden die Kinder auch stündlich so pro Tag darauf vorbereitet. Denn wir wollen, dass alle Kinder hier mit einem Erfolgserlebnis rausgehen. Mhm. Ne, das ist also ganz wichtig. Und was ist das DFB Sportabzeichen? Wie bekommt man das? Also an dem Tag, am Freitag wird es so sein, es gibt da 6 Stationen. Da Torwandschießen, Dribbling auf Tempo und auf Zeit. Ne? Und das wird alles genau bewertet. Da gibt es vom DFB so ein Raster. Und da muss man einfach sagen, der Spieler hat in 20 Sekunden hat geschafft, der kriegt so viele Punkte, der andere bis 50, so ungefähr. Ne? Ach so, und das Abzeichen bekommt dann eigentlich jeder mehr oder weniger? Nee, das ist dummerweise so, es sind strenge Regeln. Wir versuchen natürlich durch die Vorbereitung im Laufe der Woche da einiges zu ebnen. Ach so, das heißt, da ist jeden Tag ist hier ein anderes Programm. Also das und das steigert sich bis zum letzten Tag. Ist dann auch so ein Turnier ein kleines, wo man Leistung, ein bisschen Leistung entsprechend arbeitet? Wobei, ganz genau, natürlich. Genau, zum Beispiel jetzt, heute ist ein Eröffnungsturnier. Da spielen sie also eine Mini-EM oder WM. Aber alles steigert sich natürlich und das hängt natürlich auch am Wetter an. Das darf man nicht vergessen, weil bei der Hitze darfst du die Kinder nicht überfordern. Ja. Ne? Da muss man schon ein bisschen. Ja, ich habe gesehen, die machen mehrere Pausen immer. Es gibt immer was zu trinken und ich sehe, das sind die Gegner da in den unterschiedlichen Trikots. Ist ja gar wie das immer so ist. Und die anderen ruhen sich in der Zeit schon wieder aus. Und das ist auch altersmäßig gestaffelt. Ne? Ganz genau. Also wir haben die Anmeldungen von den F-Junioren bis hoch zu den D-Junioren. Mhm. Ne? Und entsprechend sind auch die Gruppen. Wir haben 4 Gruppen. F-Junioren, wie alt sind die? 5 oder 6? Nee, die sind 7 bis 8 Jahre alt. Und jetzt ist es ja so, wenn es jetzt regnet, findet das Ganze im Saal statt. Gehen Sie in die Halle? Nein, es findet alles draußen statt. Wir hatten im letzten Jahr hatten wir tatsächlich mal einen Nachmittag mit Regen, aber wir sind ja Freizeitsportler. Ja. Regen macht nichts aus. Eigentlich das Wetter, ja. Das ist viel, viel schlimmer. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, gut, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Sie sind ja auch ab und zu dabei, denke ich mal. Und wollen wir hoffen, dass das Wetter so bleibt? Oh, kann ruhig ein bisschen kälter sein. Ja, ich habe eben schon gehört, aus verlässlicher Quelle am Mittwoch soll es richtig heiß werden. Die verlässliche Quelle war mein Kameramann. Da kann ich Ihnen was... Nee, ich sage nichts dazu. Also, ich garantiere Ihnen die ganze Woche schön Wetter. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, ich sage auch.